Und mit dieser epischen Musik meldet sich Cloud natürlich wieder hier zum weiteren Commentary auf dem Clan-Kanal. Und ja, was ihr im Hintergrund heute sehen dürft, ist eine 103er Gunstreak mit einer Double Nuclear auf jeden Fall. Richtig heftiges Gameplay, ist noch krasser eigentlich als ein Quad Nuclear, wenn man überlegt. Und das Ganze ist nicht mal, hier, keine Ahnung, mit normalen Account gespielt. Das Ganze ist mit einem Level 16er Account gespielt, ja. Einem Level 16er Account. Das heißt, er hat nicht mal Scavenger frei gehabt. Er hat einfach 5 Waffen aufgenommen. Mit 5 verschiedenen Waffen. Ein 103er ganz und Double Nuklear Spiel. Auf jeden Fall richtig, richtig heftiges Gameplay. Schaut auf jeden Fall beim Blood Survivor für das heftige Gameplay. Und ja, gönn ich auf jeden Fall das Gameplay im Hintergrund. Ja, kommen wir mal zum Thema. Und ja, ich werde natürlich jetzt nicht jedes Mal hier kommentieren, wenn natürlich auch andere Kommentatoren sich vorstellen. Es sind auf jeden Fall noch 2 neue dazugekommen, die werden sich jetzt in der nächsten Zeit vorstellen. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch drüber fahren, weil die haben eine richtig heftige Kommentierstimme. Und ja, das immer so nebenbei erwähnt. Ja, kommen wir zum Thema des heutigen Videos und das würde ich mal sagen ist Top 5 COD Maps. Auf jeden Fall werde ich jetzt alle Maps, die mir am besten gefallen in COD, also in einem Top 5, dann besten Liste nach meiner Meinung nach aufzählen und ihr könnt natürlich mal in die Kommentare schreiben, was eure Top 5 Maps sind von allen CODs und das würde mich mal persönlich interessieren, wie eure Meinung darüber ist. Und ja, werde ich mal mit meiner Top 5 jetzt in Anführungsstrichen anfangen und ja, würde ich mal sagen, fangen wir an auf dem Platz 5 mit der Map Shipment auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine COD 4 Map. Auf jeden Fall eine sehr schöne Karte, neben Rust aus MW2, ist wirklich die kleinste Map, die bis jetzt wirklich erschienen ist in dem COD und glaubt danach wurde nie wieder so eine kleine Map, ja, entworfen quasi in den COD reingebracht, außer jetzt MW2 Rust, ne? Auf jeden Fall, die Karte hat sich damals sehr gut dafür geeignet, wenn man beispielsweise in 1-on-1 im Snipen auszuführen hatte, auf jeden Fall richtig geil war die Map dafür geeignet und ja, die Spawns, sagen wir mal so, sind wirklich, um es krass zu sagen, wirklich in deinem Hintern quasi. Auf jeden Fall, wenn man das jetzt public gespielt hat. Ich glaube, das auch, glaube ich, nicht im Boden kriegt, die Map. Und ja, würde ich mal sagen, kommen wir zur nächsten Map. Platz Nummer 4. Firing Range. Das Ganze ist eine Black Ops 1 Map. Davon gibt es auch ein Remake aus BO2 quasi, kann man sagen. Die Map Studio. So ein bisschen überarbeitet worden, modernisiert worden, die Map Firing Range. Und ja, was kann man Großartiges zu der Map sagen? Auf jeden Fall so ein nah bis mittlere Distanz sind auf jeden Fall da angesagt. Und auf jeden Fall hat man da gerne immer im BO2 Private Match immer gerne getrickshottet auf der Map. Auf jeden Fall richtig geile Map. Und da würde ich mal sagen, Leute, wir gehen zu Platz Nummer 3 über. Nuketown. Das Ganze ist auf jeden Fall hier das Bild von der Black Ops 2 Variante. Es gibt natürlich noch die Black Ops 3 und die Black Ops 1 Variante auf jeden Fall. Meine persönliche Favorit ist natürlich die Black Ops 1 Variante, finde ich persönlich am besten. Mit danach würde ich sagen BO2 und dann BO3, wenn ich mich entscheiden müsste. Und ja, was kann man großartig zur Map sagen? Auf jeden Fall eine der beliebtesten Maps. Also manche würden sich jetzt wundern, dass ich diese nicht auf Platz 1 oder 2 gelegt habe. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Favoritenliste auf jeden Fall. Schreibt wie gesagt mal eure in die Kommentare auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall Close Range, auf jeden Fall um krasse Gameplays zu erspielen, ist Nuketown eigentlich immer die Hauptmap eigentlich in jedem COD gewesen. Also war es jetzt BO1, BO2 und jetzt BO3. Die meisten Gameplays, wie man sieht, ist leider so, kriegt man am schnellsten auf Nuketown, weil es einfach Close Range ist. Und ja, kommen wir zur nächsten Position, würde ich mal sagen. Nummer 2. Highrise. Auf jeden Fall eine MW2 Map. Auf jeden Fall müsste es den meisten Oldschoolern bekannt sein. Auf jeden Fall, wenn man auf jeden Fall gern gesniped, da kommt man direkt am Anfang, wo man respawnt ist, direkt rüber snipen in den gegnerischen Spawn. Das war auf jeden Fall richtig, richtig nice. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch einer meiner persönlichen Favoriten in dem Spiel COD MW2 natürlich. Und man konnte ja immer schön hier mit UMP, Schalli und hier Dingens hier. Ach, ich meinte Spaß hier durch. Rad dann durch den Spawn, das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht damals. Ist leider ein bisschen Hacker verseucht, MW2 auf der PS3, wo ich das jetzt drauf spiele, wenn überhaupt. Ich hoffe mal, das wird vielleicht geremastert werden, das könnte ich auf jeden Fall COD zutrauen, wenn sie das machen und das wäre auf jeden Fall eine richtig frische Sache. So, kommen wir zum Platz Nummer 1, Trommelwirbel bitte.
Okay, dann nicht. Auf jeden Fall Platz 1 teilt sich die Maps. Einmal Raid und einmal Hijack. Ich konnte mich auf jeden Fall nicht zwischen beiden entscheiden. Beide Maps auf jeden Fall sehr überragend. Auf jeden Fall mehrere Leute würden mir da auf jeden Fall zustimmen als beste Maps, würde ich sagen. Sind einfach überragend, wie schon gesagt. Und Raid beispielsweise allein schon von der Optik überzeugt die Map und im Spielerischen. Und ist einfach, keine Ahnung, ist unbeschreiblich. Auf jeden Fall richtig geile Maps hier. Hijack beispielsweise, beste Map für Multiteam, kann man jetzt sagen, für die ganzen Multiteam-Schwitzer unter euch. Würde ich sagen, ist es auf jeden Fall die beste Map. Wem sei jetzt noch Slums, aber das ist jetzt nicht meine Favoriten-Map. Und da würde ich mal sagen, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, ne, und ihr mehr Top 5 Videos in der Richtung sehen wollt, beispielsweise Top 5 Weapons oder Top 5, was weiß ich, in COD-Geschichte oder ja, Top 5 schlechteste Maps oder irgendwie sowas in der Art, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin da auf jeden Fall offen für Kritik. Und sorry, wenn ich an manchen Stellen ein paar Versprecher hatte, auf jeden Fall. Ist es gerade mitten in der Nacht, fast 2 Uhr, wo ich das Ganze hier aufnehme. Es kommt dann heute dann, wie gesagt, hoch noch. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt eure Top 5 Maps in die Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.